Noch mehr Männer jetzt, da qualmt's auch, aber eher, weil alle ordentlich ins Schwitzen geraten. Die Dancing Daddies sind im Bergischen Karneval rund um Lindlar nicht wegzudenken. Aus einer Schnapsidee an Rosenmontag, vor Jahrzehnten entstanden, feiern sie in diesem Jahr einen runden Geburtstag mit vollem Einsatz. Die Dancing Daddies in ihrem Element. Vor 1800 Frauen bei der Damensitzung der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß-Lindlar. Hier geben die 15 tanzenden Väter alles. Kein Wunder, ist ja schließlich auch ein Heimspiel. Die Performance, die wir bringen, kommt beim Publikum meistens super an. Und wenn man dann merkt, wie der Funke überspringt und dann letzten Endes immer so gegenseitig quasi so dieses sich hochschaukeln, ist das einfach faszinierend. Also im Grunde genommen, wir gehen unserem Hobby nach und fällt auf positives Echo. Einen Tag zuvor, Abschlusstraining der Dancing Daddies, eine Gruppe, gegründet von tanzenden Vätern aus Frielingsdorf. Noch sitzt nicht jeder Schritt und jede Bewegung. Trainerin Heike Feikens muss umplanen, denn einige der Väter sind heute krank. Es fehlen einige und wir müssen ein bisschen die Lücken schließen und aufbauen und gucken, dass nicht zu viel auffällt, dass ein paar fehlen. Eine Frau alleine mit 15 Männern, für Heike überhaupt kein Problem. Das schönste Hobby, was man haben kann als Frau. 15 Gentlemen, die einen immer auf Händen tragen. Und die zusammenzuhalten ist wirklich, ne, man braucht eine Kiste Bier, funktioniert das. Bei der Bergischen Männer-Tanzformation wird nicht einfach nur getanzt. Die Truppe wagt sich auch an schwierigere Einlagen. Besonders aufregend ist es für Markus, den kleinsten und leichtesten der 15 Tänzer. Hier bei dieser Übung ist viel Vertrauen gefragt. Ich komme natürlich mit blauen Flecken nach Hause, passiert regelmäßig, aber einer muss es machen. Ich bin einer der Leichteren und dann mache ich das auch gerne. Eine Mädchentanzgruppe gab es beim SV Frielingsdorf schon immer. So dachten sich vor 20 Jahren einige Väter im Ort, das, was die Mädchen können, das bekommen wir doch mit Training auch irgendwie hin, oder? Man hat immer so Ziele. Also der erste Ziel war, wir müssen mal irgendwo auftreten. Dass mal irgendwo Leute uns mal zugucken. Das war so das erste Ziel. Und das hat sich eigentlich immer gesteigert. Und ja, mittlerweile sind da ganz ansprechende große Auftritte bei rumgekommen. Mittlerweile sind es 30 bis 40 Auftritte pro Karnevalssession, für die die Tanzformation gebucht wird. Da ist dann in den vergangenen Jahren auch schon mal das eine oder andere Kuriose passiert. Wir ziehen uns nicht aus, aber wir verlieren so langsam das Kostüm, bis wir dann noch eine Boxershorts, Badehose und ein T-Shirt anhaben. Und ich kann mich noch erinnern, es ist viele Jahre her, wie ein Kollege sich inbrünstig die Hose wegreißt und dann feststellt, er hat die Shorts vergessen. Blank gezogen auf der Bühne. Auch wenn es die Dancing Daddies mittlerweile schon seit 20 Jahren gibt, haben sie noch einen Wunsch. Einmal im Kölner Karneval bei einer großen Karnevalssitzung aufzutreten. Das wäre für sie ein Traum. Wir sind gerade hier.